doll verschieden. Die einen wollen singen und beten, die anderen wollen sich auf den Boden setzen und wegtragen lassen. Manche wollten auch mehr Zoff mit der Polizei. Und es war klar, man kann denen nicht diktieren, was alle tun. Und dann war klar, okay, wir verteilen den Landkreis ein bisschen. Auf dem Kilometer Bahnstrecke ist die Organisation, direkt vom Zwischenlager ist das, dazwischen ist das, auf der Nordroute die und auf der Südroute die. Da gab es trotzdem kein Jahr, in dem man nicht auch aufregende Diskussionen hatte, aber es war dann am Ende ein ganz vielfältiger Widerstand, der diesen Kastortransport wirklich sehr schwierig gemacht hat. Und in der Agrardiskussion ist es ähnlich. Es ist nicht vergleichbar. Die jährliche Demo ist nicht so wie der jährliche Kastor. Aber das, was da an Vielfalt zusammen ist, ist eine Chance. Und da gibt es natürlich auch viele verschiedene Zweige, wo der Widerstand anknüpft. Große Umweltverbände, die dann auch kontinuierlich an einzelnen Gesetzen arbeiten, Tierschutzverbände, die einzelne Tierschutzfragen bis zum Schluss begleiten und teilweise auch zum Beispiel die Grüne Partei, die im Moment mit 7 Agrarministern in den Bundesländern in einer Konstellation, in der wir in Berlin eine so große Koalition haben, dass es ja nicht geht, tatsächlich das Thema auch politisch spannend macht. Und hier in Niedersachsen haben wir auch einen sehr spannenden Agrarminister, der massiv viel Gegenwind abbricht und da aber auch an manchen Stellen sich unterstützt weiß von der Bewegung, an manchen Stellen auch nochmal kritische Fragen wieder in sein Hausaufgabenheft geschrieben. Und der wird ja auch zum Ende der Veranstaltung hiermit auftreten. Ja. Fragen aus dem Kreise. Mein ehemaliger Mitbewohner fragte mich neulich, der nicht Umweltwissenschaften studiert, wenn ich jetzt irgendwie nachhaltig leben soll, was kann ich denn am leichtesten machen, was mir am wenigsten Aufwand macht? Womit erreiche ich am meisten? Und ich stand da mit ja, Überblick. Was würden Sie sagen? Im Bereich Ernährung jetzt. Ich würde auch nachfragen, was Ihnen wichtig ist. Weil was soll ich denn entscheiden für ihn? Das ist ganz, ganz schwierig. Es gibt natürlich, wenn man wenig Zeit hat und sich nicht viel kümmern will, aber sagt, ich will konsequent einkaufen, dann gibt es im Zweifelsfall auch das Gemüseabo Ihres Vertrauens, was irgendwo komplett so regional wie immer möglich, so saisonal wie immer möglich was zusammenstellt und in die Bude liefert. Dann muss ich nicht mal mehr loslernen und gucken, ob der eine Bioladen was billiger hat als der andere. Ich darf mich aber nicht einbilden, dass ich damit die Gesellschaft viel verändere. Auf jeden Fall kann man sagen, mein eigener ökologischer Fußabdruck und dann vielleicht auch mein eigener Beitrag, ökologische Landwirtschaft an dem Punkt zu unterstützen, der wird dann, also der Fußabdruck kleiner, der Beitrag ein bisschen größer. Und ich würde ihn trotzdem fragen wollen, was ihm denn liegt. Weil es ist auch total toll, mit Menschen zusammen was zu machen. Und wenn er sagt, eigentlich möchte ich doch auch anderen begegnen, dann empfehle ich ihm eine Food Corp oder eine Solawi. Da kann man auch dosieren, wie viel Zeit man reinstecken möchte. Und wenn er eigentlich einer ist, der politischen Streit will, da gibt es auch viel zu tun. Und da gibt es auch in jeder Dosis was, wenn man ein bisschen guckt. Erstmal vielen Dank für den Beitrag. Erstmal eine kurze Anmerkung. Ich finde, dass wenn wir in einer Gesellschaft leben, die nach wie vor von wirtschaftlichen Interessen von Großkorporationen geleitet wird, können wir nicht aufhören, uns als Konsumenten zu verstehen, sondern gerade wenn es darum geht, Agrarwende selber zu machen, geht es darum, uns selber als Konsumenten zu verstehen und dann auch aktiv sozusagen am Markt tätig zu sein. Das nur als Anmerkung. Und als Frage, was auch so ein bisschen vielleicht für dich spannend sein kann, ich habe seit letztem Jahr, glaube ich, die Dokumentation Cowspiracy, wo es darum geht, sich vegetarisch, wenn möglich, sogar auch vegan zu ernähren, was einfach der nachhaltigste Weg ist. Und das führt mich auch zu der Frage, und zwar, wie wird in dem Kontext, in dem Sie unterwegs sind, das Faktum diskutiert, dass Nutztierhaltung per se nicht nachhaltig sein kann. Also sei es Ausscheidung, sei es Raumnutzung, sei es Gesundheit. Das würde mich mal interessieren, wie das in Ihrem Kreis diskutiert wird und wie das vielleicht auch bei Bauern diskutiert wird, bei Landwirten diskutiert wird, mit denen Sie in Kontakt sind. Okay, soll ich direkt? Ja, ganz das mit den Konsumenten, immer ja und nein. Ich habe zum Beispiel Gentechnik-Konflikt und Greenpeace gesagt. Das war der Teil, wo die Verbraucherinnen eine ziemliche Rolle gespielt haben. Aber wenn man in dem Moment, wo man glaubt, das ist das Einzige, ist man in die Falle gegangen. Weil nämlich, wenn man nur Bioladen einkaufst, nur Bioladen, dann wächst eben trotzdem auf dem Acker neben deinem Biobauern der Genmais und dann fliegt der Pollen rüber und der Imker sagt, leider ist das jetzt Sondermüll. Das hat wirklich ein Gericht festgestellt. Der Honig, der mit den genetischen Schwellern Pollen kontaminiert ist, der kann nicht mehr als Lebensmittel verkauft werden. Dann hast du das Problem nicht verändert, sondern nur festgestellt, dass jetzt auch die Welt um deinen Bioladen noch wieder dramatisch sich verschlechtert hat.
globale Auswirkungen von der Wirtschaft, wie wir sie heute haben, ist nicht über das Verbraucherticket zu lösen. Und trotzdem bleibt es richtig, gut einzukaufen, weil mit einem Einkauf im Bioladen oder auf dem Bauernmarkt unterstützt du auch viel, wirklich die, die an einer anderen Landwirtschaft arbeiten. Ich finde es nur wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, mehr zu machen. Und zum Thema Veganismus oder Vegetarismus, das ist eine sehr spannende Diskussion. Ich selber lebe jetzt seit 18 Jahren vegan, weil ich davon überzeugt bin, dass wir massive Veränderungen in unserer Ernährung brauchen. Aber wir haben uns bei Aktion Agrar gemeinsam ganz bewusst dagegen entschieden, irgendwie als vegane Organisation aufzutreten. Weil, was du eben gesagt hast, ist schon eher eine Beschreibung der extrem zugespitzten industrialisierten Tierhaltung. Es stimmt nicht, dass die Ausscheidung der Tiere immer eine Katastrophe für die Leute sind. Im Gegenteil, das ist ein ganz wertvoller Dünger. Wenn du Tiere auf den Weiden hast, dann hast du dort auch Nährstoffe, die die Pflanzen tatsächlich brauchen. Wenn du sie nicht hast, musst du andere Wege suchen. Es gibt Leguminosen, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, Boden auch zu verbessern ohne Tiere. Aber es ist nach wie vor eine ganz grandiose und wichtige Möglichkeit. Keiner von uns hier ist in der Lage, auf Grünland herumzuspazieren und einen vollen Bauch zu kriegen. Wir können kein Gras essen und verdauen. Die Kühe aber können das. Das sind viele, viele Gründe, warum ich davon überzeugt bin, dass in Maßen und zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft Tierhaltung dazugehört. Aber es ist was so anderes als das, was wir heute leider haben, dass ich es mir wünsche, dass noch viele Menschen sich dafür entscheiden, sich mindestens auf diesen Sonntagsbraten zu beschränken oder noch besser zu sagen, mir geht es total gut, mir geht es auch wirklich gesundheitlich total gut, ohne tierische Produkte. Denn es wird immer noch viele geben, die davon welche haben wollen. Und wir müssen runterkommen von der Menge. Das ist das Allerwichtigste. Welche Rolle sehen Sie den Deutschen Bauernverband im Agrarsektor? Also Sie hatten zwischendurch mal was angedeutet, was Sie davon halten. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen ausführen. Ja, danke. Er ist ein ganz problematischer Verband. Seit vielen Jahren gibt es auch den Konflikt und es gibt auch mehrere also Gegengründungen. Ja? Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, oder auch der Bund Deutscher Milchviehhalter, der mit der furchtbaren Abkürzung BDM arbeitet, die sind entstanden, weil sie gesagt haben, der Bauernverband vertritt uns Bauern nicht. Weil, wenn du dir anguckst, wer im Bauernverband in der Spitze ist, das sind alles Personen, die vielfältige direkte Kontakte in die Agrarindustrie pflegen, die in Aufsichtsräten von Molkereien, von Saatguts und Agrarchemieunternehmen sitzen. Und der Bauernverband predigt, so richtig mantrahaft, wobei das macht in der Politik natürlich so, predigt, dass die Landwirtschaft noch mehr auf Export und noch mehr auf Masse gehen muss und verspricht den Bauern dann die Zukunft, wenn sie jetzt noch mehr über all ihre Kapazitäten steigern. Und das bedeutet, dass noch mehr, noch schneller die Höfe auf der Strecke bleiben, die da nicht mithalten können. Und das geht auch gar nicht anders. Ja? Wir haben zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2013 vier von fünf schweinehaltenden Betrieben verloren. Wenn man sagt, wir haben eh zu viele Schweine, dann könnte das ja fast eine gute Nachricht sein. Das ist aber nicht, weil man sieht, wir haben mehr Schweine als damals. Es sind nur in viel weniger Stellen, in viel größeren Anlagen. Und der Bauernverband ist im Moment mit seiner Milchgeschichte ziemlich vor die Wand gefahren. Es gab in Brüssel im September Demonstrationen von Bäuerinnen und Bauern angesichts dieser Milchpreiskrise. Und da war es zum ersten Mal seit langem so, dass die Demo des Bauernverbandes viel kleiner war als die Demo der unabhängigen Bäuerinnen und Bauern. Da sind viele auch stinkesauer. Und trotzdem macht der Bauernverband eine sehr erfolgreiche Strategie, dass er immer wieder betont, er sei der Vertreter aller Bauern und alle, die irgendwas kritisieren, hassen alle Bauern. Und ziemlich oft gehen ihm da auch die Leute auf den Leim. Ich finde, das spielt zum einen ein ADAC-Effekt eine Rolle. So wie Autofahrerinnen und Autofahrer zu einem ganz großen Anteil Mitglieder im ADAC sind in Deutschland, weil der die gelben Engel losschicken kann, wenn was ist, weil ich da eine günstige Versicherung und ein bisschen was an Beratung kriegen kann, ist es beim Bauernverband noch viel doller. Der macht auch überall dezentral Beratung. Beratung, die ich brauche, wenn ich diese EU-Fördermittel bekommen will. Wir haben in der Landwirtschaft die Situation, dass jeder Betrieb abhängig ist von Agrarsubventionen aus der EU. 40, 50, 60 bis zu 80, 90% des Einkommens von Höfen kommt über diese europäische Agrarförderung. Und das heißt, der Bauernverband sitzt genau da, wo die Leute auch ihre Unterstützer suchen. Und dann schnappt er mit seiner bundesweiten Politik, klemmt er die sich alle unter den Arm und tut so, als würde er sie vertreten. Und ich habe total viel Lust, dass da mehr Streit passiert. Ich bin überzeugt, dass das geben muss. Und es macht auch,
Filmchen, wir machen euch satt, guckt euch das mal an. Die machen im Moment sogar solche Guerilla-Aufkleber und filmen sich selber, wie sie im Supermarkt Dinge an die Milchpackung kleben. Da bin ich ja sogar gar nicht dagegen. Also die Kritik, dass der Supermarkt die Preise nochmal drückt, ist richtig. Aber wenn man weiß, welche Rolle bei dem globalen Preisdumping der Bauernverband selber spielt, dann muss man sich das nochmal neu angucken und muss denen auch entgegentreten. Zwei Fragen. Ich weiß aber nicht, wie Sie jetzt genau mit dem Thema zu tun haben. Also einmal ist mir aufgefallen, dass bei der gesamten Ringvorlesung, aber auch bei Ihrem Vortrag jetzt nicht über das Thema Fischerei gesprochen wird, obwohl das ja auch Ernährung ist. Dann erstmal die Frage, ist das irgendwie eine bewusste Entscheidung, dass man sich damit nicht beschäftigt? Das war Gegenstand des Sommersemesters 2013. Okay, dann die zweite Frage ist, apropos Agrarsubventionen, ist es eigentlich auch eine Möglichkeit, gibt es da irgendwie in der Agrarbewegung oder auch in der Umweltbewegung irgendwelche Leute, die da zum Beispiel fordern, dass man die Agrarsubvention komplett abschafft? Und dann, also wenn jetzt die Gefahr der Agrarabschaffung darin liegt, dass man dann irgendwie, dass dann der europäische Markt von, weiß nicht, anderen, von Importen überschwemmt werden, die billiger sind und die vielleicht zu noch schlechteren Konditionen hergestellt worden sind, dass man dann vielleicht sagt, hey, man tut die Zölle drauf, aber die Agrarsubventionen werden abgeschafft. Dadurch werden halt die Lebensmittel teurer, aber ist das auch irgendwie in der Diskussion? Weil es geht ja immer darum, dass man irgendwie, also man möge das Geld anders verteilen, aber irgendwie ist es immer so, man muss das Geld erstmal hernehmen. Also zum Fisch ist tatsächlich. Es gibt auch eine Organisation, die heißt Fairfish, die sich damit zum Beispiel auseinandersetzt. Ich selber habe fast keine Ahnung von Fisch. Also ich weiß ein bisschen, was so ein Aquafarm, wo es da ein großes Ziel gemacht wird mit großen Umweltauswirkungen. Und wir alle wissen, was passiert, wenn die ganz großen Fischkutter die Meere leerfischen und dass wir da immer nicht weit von entfernt sind. Aber sonst ist es vielleicht auch unterbelichtet von meiner Bedeutung her. Es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und das Thema Meere, dem begeben wir auch an manchen Stellen zu. Wenig bei der Diskussion über Nitratbelastung im Grundwasser. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, dass die Flüsse jede Menge Nitrat in regelmäßiges Meer mitbringen, dass unsere Ostsee zum großen Teil schon gekippt ist. Die Agrarsubventionen abschaffen, gibt es auch Leute, die das fordern. Prominenter ist die Diskussion, ob man die erste Säule abschaffen sollte. Wenn man weiß, wie die Agrarsubventionen aus der EU gestrickt sind, hat man jetzt zwei Säulen. Und die erste Säule, die Direktzahlung, läuft zum ganz großen Teil einfach nach Hektar. Und das bedeutet, dass ein großer Betrieb immer viel, viel mehr gibt. Es gab jetzt ein paar Häubchen, an denen gedreht wurde, wurde diskutiert, ob man irgendwo Deckel macht an einer bestimmten Höhe, aber in Deutschland wollten die das nicht. Dann wurde eingeführt, dass man für die ersten Hektare, die man hat, also für kleine Betriebe, dass da ein bisschen mehr gezahlt wird. Das kriegen wir jetzt auch alle, diese etwas mehr Zahlen für die ersten Hektar. Und für junge Landwirte, dass sie quasi die ersten Jahre und bis zu einem bestimmten Lebensalter, und sie wissen durch die Förderung, die ist auch so klein gehalten worden wie nur möglich, da sind gute Ansätze, die es gegeben hat von den vorherigen Agrarkommissar in Brüssel, sind geschreddert worden. Wir waren neulich in Brüssel, es war für mich richtig krass, die Erfahrung im Agrarausschuss. Also wie massiv dominiert der ist von einer Landwirtschaftsdenke, die einfach weiter in Richtung Agrarindustrie rasen möchte. Die erste Säule abzuschaffen, ist eine Forderung von denen, die sagen, in der zweiten Säule ist eigentlich, sollte die Musik spielen. Denn es gibt Umfragen, die sind unter anderem mit dem letzten Agrarkommissar auch vorgenommen worden. In ganz Europa sagen die Leute eigentlich, wir möchten eine Agrarförderung, die fördert, dass eine Landwirtschaft Mensch, Tier und Umwelt gut tun soll. Und die glauben auch nicht, dass die ganz großen Empfänger der Agrarsubvention aus der ersten Säule das wirklich auf dem Herzen haben. Ja? Wir haben auch große Empfänger aus der ersten Säule, die heißen E.ON und RWE. Also große Atom- und Stromkonzerne. Die haben inzwischen so viel Land, dass sie auch krass viele Agrarsubventionen einkassieren. Der Brillenhersteller Fielmann gehört zu den großen Agrarsubventionsempfängern, weil der sich viel eingekauft hat in jede Menge Land. Da haben wir ganz komische Geschichten. Die zweite Säule ist mehr dafür da, verschiedenste landwirtschaftliche Struktur und auch dörfliche Entwicklung und so weiter zu fördern. Da müssen die Leute, die das Geld haben, wollen Anträge schreiben. Da gibt es dann auch ein Zuschussmodell von Stadt, von Land und Bund. Da ist natürlich an einigen Punkten deutlich mehr Effekt für Ökologie.
Lobbyisten überall böse gedreht. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion. Tatsächlich glaube ich im Moment aber auch, dass die Landwirtschaft, die wir wollen, und die Aufgaben, die Landwirtschaft in Europa auf dem Papier zumindest hat, nämlich, dass sie nicht nur gute Nahrung liefern wollen und ausreichend davon, sondern dass sie auch dörfliche Struktur und Vielfalt gestalten soll, dass das zusammengehören muss und dann auch eine Förderung dafür vom Grundsatz eine richtige Überlegung ist. Und ich finde, es ist auch ein spannendes Argument zu sagen, wir können die Agrarwende schaffen. Wir können die Agrarwende schaffen, wenn wir genug Leute werden, in Brüssel mal.